Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of Nettie Kingdom, jetzt in Stage 5. Mal schauen, schaffe ich die Stage in einem Part? Das wäre mein Wunsch, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ja, die Passage ist langweilig, Spiel immer noch. Wenn die Kapitel halt nicht so lang wären. Aber viele der Kapitel sind halt einfach unnötig lang und lame. Ich meine das hier zum Beispiel. Das ist total lame. Und dauert viel zu lange. Ja. Und ja, das Lied ist meh. Nicht ganz so dolle. Und da habe ich auf die Uhr geguckt. Auf den Timer. Timer. Böse, böse Timer. Ich muss ja gucken, zu welcher Uhrzeit ich starte. Denn wie gesagt, ich muss höllisch aufpassen, die Parts nicht zu lang zu machen, weil die brauchen so schon gut 2 Stunden zum Rendern. So, einmal durch. Haben wir es dann mit der lame Passage. Und ach, die dumme Passage hier, die war auch doof. Aber eigentlich finde ich fast alle Passagen in Stage 5 doof. Aber hey, sagt's nicht weiter. Sonst ist Stage 5 traurig. Hey, Clown Pies. Ja, lach mich nur aus, du Schlampe. Ich hasse dich. Hässliche Potsau, die du bist, ey. Ja, das ist ein angenehm kurzes Kapitel gewesen. Ach, ihr. Ja, da habe ich falsch angefangen. Da hätte ich hier anfangen müssen. Weil ich weiß halt auch nicht auswendig, was wann kommt. Ich habe das Spiel erst zweimal gespielt vorher. Dementsprechend weiß ich halt nicht auswendig, was wann dran kommt. So. Ach. Das meine ich mit, das dauert ein bisschen zu lange alles hier für meinen Geschmack. Welche Scheiße kommt? Oh nein! Die dümmste Stelle in Stage 5. Diese total behinderte und zu 100% luck-based Stelle hier. Ach, die ist so dumm. Und meiner Ansicht nach ist das hier zu 100% Glück. Man muss halt Glück haben, dass einem die Sterne nicht komplett einmauern. Ne? Und ich hatte Glück. Sehr gut. Yay, Spell Piece, get. Das bringt mir viel Spiel. Man kann ja nicht über die Maximalanzahl an Bomben hinausgehen, was übrigens scheiße ist, nur mal so. Ach komm. Jo. Easy. Ach, die Passage habe ich schon verkackt, oder? Ja. Genau. Ja. Remo, please. Lass dich doch mal vernünftig steuern, bitte. Und nur mal so nebenbei, diese Geschwindigkeit ist nicht zu Normal Mode, übrigens. Derart schnelle Bullets sind höchstens in Lunatic erlaubt. Oder in extra Stages, aber im Normal Mode hat sowas eigentlich nichts zu suchen. Och komm. Okay, seit 6 Minuten in der Aufnahme. Ja, die Passage ist auch dumm. Weil eine derart hohe Geschwindigkeit von Bullets einfach nur unfair ist. Na komm.
Die Stelle ist doof. Jo, wow, krasse Frame-Einbrüche hier. Gerade. Haben wir es dann? Danke. Und die nächste dumme Passage. Stage 5 hat all die dummen Passagen im Spiel. In der Passage sieht man einfach nichts. Boah, Alter, diese scheiß Hintergrundverfärbung, wenn man gray ist, das ist so dumm. Macht es nämlich echt schwer, die Bullets zu sehen. Die Farben überlappen sich dann irgendwie so ganz seltsam und dann, ja, ist das echt scheiße. Ich kann die Sterne in meiner direkten Umgebung gar nicht erkennen. Die Farbgebung ist einfach total ungünstig an der Stelle. Ah, ansonsten wäre es hier gar kein Problem, aber die scheiß Farbgebung. Dann kenne ich einfach nichts. Übrigens ist die Stelle auch luck-based. War halt einfach viel zu random. Da mit der tollen Sicht. Doch. Ich sehe einfach nichts. Beziehungsweise ich sehe nicht wirklich gut. Dieser Farbalter. Sun, bitte bessere. Bitte stimm deine Farben besser aufeinander ab. Dieses Grün, Gelb, Blau mit dem komischen Violett vom Grays-Gebiet ist echt nicht gut. Und ich stelle mich gerade ein bisschen arg doof an auch. So. Ah, komm schon. Und warum müssen so viele Sterne sein? Ganz ehrlich. Die Sterne, egal ob groß oder klein, sind scheiße als Projektiltypen. Ich kann die Dinger nicht ausstehen. Vor allem die Kleinen haben so unglaublich dumme Bewegungsmuster. Hatten sie schon damals in Imperishable Night. Ist der Grund, warum ich den Kampf gegen Marissa nicht mag. Und viel lieber gegen Raymo antrete in Imperishable Night. Und zwar auch, weil die Sterne so scheiße sind. Und die Großen haben einfach nur dumme Hitbox. Ach ja. Vor allem diese Passage hier dauert auch zum Glück gar nicht irgendwie gefühlt 100 Jahre. Das meine ich wieder. Einige der Kapitel sind einfach zu lang und zu monoton. Hier passiert jetzt gefühlte 10 Minuten nur das Gleiche. Das ist kein gutes Spieldesign. Und wir sind bei Clown Peace. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.